Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Shakes and Fidget Video. Ja, es geht weiter auf Server 9.de bei meinem alten Mancher. Und ja, der Elevator ist vorbei, wie ihr es bemerkt habt. Und ja, ich habe eine super Belohnung bekommen und ich bin auch richtig stolz darauf, euch zu verkünden, dass die Schattenhaxen erneut Rang 3 im Elevator auf S9 erreicht haben. Ja, für mich ist es natürlich das erste Mal. Die haben seit meiner Pause natürlich mehrmals schon Rang 3 erreicht. Von dem her, für die ist das jetzt nicht unbedingt etwas Neues. Aber für mich, und das ist so das allererste Mal, eine ja, stabile Veränderung für meinen Char, denn ich habe einen Bronze-Hintergrund. Es passt so geil zum Dämon einfach. Ah, es sieht richtig schön aus, finde ich. Ja, ich schwärme noch ein bisschen, also ich bin noch in der Bewunderungsphase, aber das geht vorbei. Ich habe viele Sachen zum Austauschen. Ein paar Sachen hier auch noch zum Zerlegen. Zum Beispiel hier das Schild. Was ich jetzt auch machen werde. Also erstmal in die Toilette, ist klar. Und dann zerlegen. Tschüss. Und hier zum Beispiel, ja, 15 Punkte besser. Aber halt 10 Mal verbessert. Ist halt immer die Frage, ob das dann auch so hinhaut mit den ganzen Ressourcen, die ich über habe. Diese Rüstung gibt mir aber natürlich durch die Runen, die ich habe, Lebensenergie plus 3%. Da lohnt sich das dann doch schon eher. Das würde ich vielleicht sogar schon mal angehen. Gucken wir einfach mal. Ich meine 3%, hallo? Das ist bei der Lebensanzahl, ja, schon ein paar Pünktchen, ne? Habe ich das jetzt? Ich habe das nicht ausgetauscht. Gucken wir mal, wie oft kann ich das denn verbessern? Ja, 10 Mal. Könnte ich jetzt machen. Der aller Attributestein gibt mir 521 und der 613. Yo, yo, okay, das nenne ich mal Upgrade. Definitiv. So, dann werde ich das auch gleich machen, das hier verbessern. Um 10. Zack. 227, 222. Ich hätte hier natürlich noch den legendären Edelstein. Den werde ich aber für eine neue Waffe aufbehalten, falls ich irgendwann eine bekommen sollte. Da könnt ihr aber Gift drauf nehmen. Der kommt hier rein. Jawohl. So, und ansonsten ist hier halt auch noch viel zum Upgraden gedacht. Weil ich eben, wie gesagt, schon länger hier nicht mehr auf dem Char war. Ja, ausrüstungstechnisch mache ich hier einen Vergleich. Stärke 662, also drei Attribute. Und dann haben wir hier 626. Na, also so um die 40 Punkte Unterschied. Ne, du bleibst da drin. Das ist schon, ja, eine Hausnummer. Hier die Schuhe auch, sind deutlich schlechter. Ja, auf jeden Fall Gürtel und Schuhe müssen weg. Und der Anhänger. Das heißt, vielleicht haben wir ja bei dem ein oder anderen Dungeon das Glück, eben diese Sachen auszutauschen. Das Schild hier wäre so auch die nächste Anlaufstelle. 656 würden wir gegen 625 austauschen. Und das müsste ich dann 7 Mal verbessern. Das Schild sieht, by the way, ziemlich geil aus. Ich meine auch, das zuvor noch nie gesehen zu haben. 7 Mal, ne? Ja, 6 Mal kann ich es verbessern. Um wie viel erhöht das denn? 143. Ja, komm, ich mach das mal. Batz.
da 128. Da muss ich dann dementsprechend noch etwas zerlegen. Was haben wir denn hier bei dem, bei der Kunigunde? 557, 657. Ja, da, ne? 100 Punkte. Das ist schon extrem. Intelligenz 655. Und mein Magier hat ja 626. Ist jetzt dann doch nicht so wichtig. Zerlege ich das mal. Dann kann ich nämlich das Schild noch einmal verbessern. Batz. Und dann komme ich auf 176. Schön. Ja, auch die Geschick-Edelsteine, die lassen sich hier austauschen. Guck ich mal. 759, 794. Ich nehme mal den schwächsten Geschickstein raus. 79. Boah, was? 805? Hä? Bin ich blöd oder? 895 und der gibt mir 794? Da kann ja irgendwas nicht stimmen, oder? Ach, das ist noch ein alter Edelstein. Ach du Scheiße. Nia, 974. Boah. Ja, dann würde ich wohl sagen, gehen wir das an, packen den da rein. Ja. Ja, aktuell Stufe. Was habe ich denn hier? Stufe 427. Da bin ich auch am Dungeons austesten, was so geht. Da ist einiges auch passiert. Guck ich mal. Hier zum Beispiel, ne, Leander, Kampf zeigen. Das war ein Free Try. Hat mir so eine Rüstung gegeben, die Rüstung war aber nicht so besonders. Ja, Gerd der Gefallene, eben auch Peter, alles Free Tries. Was haben wir denn noch hier? Sonst? Schattenwelt? Ja, hier. Diese Superhelden aus der Schattenwelt. Die habe ich auch alle geklatscht. Also ging echt einiges. Und einen schwarzen Edelstein. 490, ja, das ist wohl. Das ist wohl Quatsch jetzt hier. Okay. Haben wir denn zum Austauschen noch etwas? Die Ausdauer? Na, zwei Punkte. 870, 888. Ja, hier zum Beispiel. Totaler Bockmist. Einer mit. Flupp. Da muss man halt immer auch ganz konzentriert sein. Weil hat man erstmal eine Sache hier falsch reingeballert. Dann verschwendet man seine ganzen Ressourcen und so weiter. Ja, im Grunde mit euch. Ich würde jetzt höchstens mal ein bisschen skillen noch. Bin ja eh schon auf dem Maximum vom Gold her. Mal gucken, was dann so geht. Zack. Ja. Gucken wir mal. Oh, das war knapp. Ja, ein Pilz habe ich noch zu verballern. Bleiben wir mal bei Captain Koffein. Ja, das war ein etwas schlechter Try. Naja, wer weiß, vielleicht kriegen wir hier noch den ein oder anderen Pilz bei raus. Und, ja, was kann ich noch sagen? Ich habe mal geguckt, bei der täglichen Belohnung, ob das wirklich so viel Erfahrung gibt, wie die Leute immer sagen. Weil 427 ist ja schon in gewisser Weise ein High-Level-Char. Jetzt vielleicht nicht so das Gelbe vom Ei. Ja, andere haben schon 500 plus. Aber für mich, ja, 427 ist natürlich schon nicht schlecht so, ne? Zwar nach über 10 Jahren die Stufe zu erreichen, das ist, wie man es betrachtet, auch wieder peinlich.
Gut, einmal kann ich was trinken und dann gucken wir mal, nehmen wir mal die hier. Vielleicht kriege ich noch einen Pilz bei rum. Dann geht im Video noch ein Try. Na? Nö, anscheinend nicht. Gut, ja, soll mir recht sein. Oh, lol. Ja, mitnehmen, ne? 25 Sanduhren. Ich habe zwar 2539, aber egal. Gold. Was lohnt sich denn überhaupt noch für so ein High-Level-Char? Sanduhren habe ich genug. Seelen, Unterwelt voll. Holz voll, Gold voll. Ja, Gold, oder? Nee, Ak ja, Arkane Splitter gibt es auch noch. Ja, Gold und Arkane Splitter. So ein Fünferpasch wäre mal gut, ne? Ich habe hier Wünsche. Nein, dich will ich nicht. Ja, und dann kriegen wir Gold. Zweimal hier. Oh, für einen Moment habe ich gedacht, dass das 5 sind, aber nee, da habe ich mich wohl getäuscht. Eieieiei. Ah, gut, wir sind da jetzt auch schon durch mit dem Würfelspieler. Ich kann auch so einen kurzen Klick in die Gilde wagen. Ja, hier, ich bin ungefähr auf der Höhe, ungefähr die Mitte. Ja, bei den anderen läuft soweit. Hier könnt ihr sehen, Elevator Platz 3. Stabile Sache auf jeden Fall. Und gut, ja, das Video werde ich jetzt nicht großartig weiter hinaus strecken, in die Länge strecken, so, ne? Ach du Scheiße, ja, hier habe ich wieder vergessen zu klicken. Aber es ist normal bei mir. Aber es läuft. Gut, ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Da seid ihr bei dem Server auf jeden Fall schon mal aktueller. Und wir sehen uns dann im nächsten Shakes & Fidget Video. Macht's gut, Leute. Bis dahin. Tschüss, ciao und bye bye.